als Co-Trainer zu arbeiten. Die Fans raten ihm aber, lieber Chef beim KSV als Ballaufpumper beim 1. FC Nürnberg. Am Montag fällt dann die Entscheidung. Der KSV in der weißen Spielkleidung überzeugte zu Beginn mit gutem Kombinationsspiel. Die erste Möglichkeit schon in der 5. Minute. Aber dann verletzte sich Ersatzlibero Michael Drube. Gernot Ruhoff kam für ihn in die Mannschaft. Rompel rückte auf den Libero-Posten. Die Kasseler, nach zuletzt 5:1 Punkten, wirkten selbstbewusster. Thomas Freudenstein und Dirk Schmelting scheitert an Jörg Sievers im Tor von Hannover 96. In der ersten halben Stunde sahen die 6000 Zuschauer ein gutes Spiel des KSV. Dann Bikici. Und Foulspiel von Bodo Schmidt an Jochen Heisig. Heisig führt den Freistoß selber aus. 1:0 für den Tabellenelften, für Hannover 96 nach 35 Minuten. Jetzt ging beim KSV und bei den Kasseler Fans wieder das große Zittern los. In der zweiten Halbzeit sahen die 6000 Zuschauer eine offensive Kasseler Mannschaft, die aber selten schnell und direkt spielte wie hier. Ein klares Foul von Kapitän Kuhlmeier an Schmelting und kurz vor dem Ende ein Freistoß an der Strafraumgrenze. Aber Thomas Freudenstein setzt den Ball auf die Querlatte. Der KSV verlor mit 0:1 und steckt nun wieder voll im Abstiegsstrudel.